Hey Leute, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley und willkommen zu Upgrade Needed Episode 13. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die Leute, die meine erste Folge am heutigen Tag gesehen haben, werden sich erinnern, was passiert ist. Wir haben 7-2 Haushoch gewonnen im ersten Spiel des Silver Cups. Bester Spieler war Lecky und Lecky wird jetzt ausgetauscht gegen Lennart Thü wird er, glaube ich, ausgesprochen, vom FC St. Pauli. Ich glaube, eine Leihgabe aus Bremen. Oder ist er schon direkt gewechselt? Ich weiß gar nicht genau. Ist leider kein wahnsinnig guter Stürmer. Ich habe es schon leicht angedeutet in der ersten Episode. Zumindest von den reinen Werten her nicht. Mit Vrančić und Thü haben wir jetzt zwei Spieler auf dem Feld in der Offensive, die mir nicht so 100% zusagen, mit denen ich so nicht spielen würde. Wir haben aber keine große Wahl, denn verbessern heißt leider, wir müssen jemanden nehmen, der sich anbietet. Wir spielen gegen ein Silberteam aus Portugal in der zweiten Runde und Vrančić zeigt hier gleich mal, dass er eigentlich doch ganz gut ist, zumindest was Longshots betrifft. Die sind okay, der ging jetzt zwar daneben, aber ich habe schon ein, zwei Mal probiert mit dem und zumindest recht hart kommen sie, wenn auch nicht so wahnsinnig platziert. Diese Episode ist ein bisschen kürzer, einfach aus dem Grund, dass wieder mal nicht viel passiert in dem Spiel. Buchtmann bringt uns hier mit einem Außenrissschuss mit seinem starken linken Fuß ins lange Eck an den Innenpfosten mit 1-0 in Führung. Und das ist gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Wir sehen hier noch eine zweite Chance aus der ersten Halbzeit, aber ich habe es ja eh schon vorweggenommen. Wir gehen mit 1-0 Führung in die Pause. Eine ähnliche Szene hier gerade wieder, schaffen wir es aber nicht, den Ball diesmal im Tor unterzubringen. Und somit geht es dann auch so in die Pause. Ihr könnt aber ganz kurz schauen, wie die Statistiken sind. Zur Halbzeit wirklich relativ ausgeglichenes Spiel. Viel Rumgeplänkel im Mittelfeld, wenig Torschüsse. Beide Mannschaften mit guten Passquoten. Und wir gehen direkt in Halbzeit 2. So, wie ihr alle wisst, die Samstagsspiele 15:30 sind ja mittlerweile vorbei in der Bundesliga. Die Bayern mit einem neuen Bundesliga-Startrekord. 8 Siege in 8 Spielen. Den ist die Meisterschaft, glaube ich, nur noch wahnsinnig schwer zu nehmen, wenn die das einigermaßen durchziehen. Klar, es sind erst 8 Spiele gespielt, man weiß nie, was passiert. Aber ich glaube schon, dass das eine ziemlich große Vorentscheidung mittlerweile ist. Ja, hier schaffen wir es ganz günstig, die Mauer ein Stück vorzuziehen vor dem Freistoß. Blocken den Ball dann auch, doch leider kommt er unglücklich zu Nelson Oliveira, der sich dann auch noch den Rebound holt vom Pfosten und das Ding reinbringt, 1-1. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht darauf auch eine Antwort hätten, in den meisten Fällen zumindest. Kumbela hier schickt der schönen Buchtmann auf den Außen. Buchtmann, der schon das 1-0 erzielt hat. Kleiner Fake-Shot, Finesse ins lange Eck, 2-1 durch Buchtmann. Wir sind wieder auf der Siegerstraße. Neben den Bayern haben natürlich auch noch die Borussia aus Dortmund gegen den FC Schalke 04 gespielt. Ein Derby, was in der ersten Halbzeit ziemlich einseitig war, auch wenn es kein gutes Spiel war. Schalke war überlegen. Dortmund war relativ schwach heute. Da ging nicht viel. Genauso wie in dem Spiel hier. Es ging einfach nicht viel. 2-1 ist es ausgegangen. Wie ich vorhin oder gestern schon angemerkt hatte, es wird die bessere Mannschaft gewinnen. Und man muss natürlich leider sage ich, aber muss ehrlicherweise gestehen, dass die bessere Mannschaft auch gewonnen hat, wenn man den ganzen Verlauf des Spiels betrachtet. Ja, wir gewinnen dieses Spiel mit 4-1. 4-1. Gar nicht. 2-1. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf 4-1 gekommen bin. Wir gewinnen das Spiel mit 2-1 und sind damit mittlerweile im Halbfinale des Silbercups. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt erwartet, dass wir uns da so gut schlagen und direkt ins Halbfinale vorstoßen. Wie wir sehen, bester Spieler ist, wie war es auch anders zu erwarten, Christopher Buchtmann im linken Mittelfeld. Für ihn müssen wir uns jetzt leider eine Alternative suchen. Und wer das sein wird, wer unser Team also verstärken wird im nächsten Spiel, das werdet ihr wie immer in der nächsten Folge von Upgrade Needed sehen. Die wird es morgen am Sonntag geben, so gegen Mittag gehe ich mal von aus. Und wenn alles planmäßig läuft, dann gibt es morgen auch schon die erste Folge unserer neuen Serie, die dann parallel zu Upgrade Needed laufen wird. Ja, das war's von mir. Mein Name ist Mr. McCauley. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstagabend. Genießt ihn, aber übertreibt's nicht. Bis bald und einen schönen Tag noch. Ciao.